Kennen Sie das? Sie wollen einen fremden Menschen ansprechen, aber Sie finden einfach nicht den Mut dazu. Oder Sie wollen einen Smalltalk führen, aber Ihnen fällt einfach kein Thema ein. Oder Sie sollen vor einer Gruppe reden, aber Ihr Kopf, der ist wie leergefegt. Das sind Momente der Schüchternheit und es gibt eine geniale Taktik dagegen. Mein Name ist Martin Werde, ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und ich habe die 365-Tage-Challenge erfunden. Dort begleite ich Sie jeden Tag des Jahres mit Denkanstößen und kleinen Übungen. Link unter diesem Video. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine Party. Der Gastgeber, der heißt Sie willkommen und dann verschwindet er wieder in einem Gästemeer. Hilfesuchend schauen Sie sich um, aber weit und breit können Sie kein vertrautes Gesicht entdecken. Nur fremde Menschen um Sie herum. Offenbar kennen die sich alle, denn die meisten, die sind in Gespräche vertieft. Nun frage ich Sie, wie leicht wird es Ihnen fallen, einen der Fremden um Sie herum anzusprechen oder sich in ein laufendes Gespräch einzumischen? Ist das für Sie eine leichte Übung? Oder sind Sie jemand, dem das schwerfällt, jemand, der sich überwinden muss, jemand, der mit fremden Menschen nur schwer in Kontakt kommt? Verspüren Sie vielleicht sogar die Sorge, jemanden zu stören oder etwas Falsches zu sagen? Falls Sie die letzten Fragen mit Ja beantwortet haben, dann darf ich Ihnen sagen, Sie sind in guter und Sie sind vor allem auch in großer Gesellschaft. Denn als Berater habe ich es oft mit Managern oder auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu tun. Und ich kenne viele Typen, die sogar als aufgeschlossen gelten. Aber wenn Sie mir Ihr Herz ausschütten, dann höre ich, dass auch Sie oft sich schwer damit tun, mit neuen Menschen in Kontakt zu treten. Meine 4-Schritte-Taktik, die ich Ihnen gleich vorstelle, die wird Sie auf ganz natürliche Weise aus der erlernten Schüchternheit rausholen. Denn hinter erlernter Schüchternheit, da steckt ein einziger Fehler und den können Sie sich leicht wieder abtrainieren. Wahrscheinlich sind Sie beim Gedanken an die Kontaktaufnahme auf sich selber fixiert, statt auf den anderen. Dann denken Sie Dinge wie, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich will mich nicht blamieren. Ich will in keinen Fettnapf treten. Ich will nicht missverstanden werden. Ich will nicht unhöflich sein. Ich will von den anderen gemocht werden. Merken Sie es? Hier steht das große Ich im Mittelpunkt. Und hier steht die Furcht im Mittelpunkt, einen Fehler zu begehen bei der Kontaktaufnahme und dabei zu scheitern. Und je mehr Sie darüber nachdenken, was Sie alles falsch machen könnten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es auch tatsächlich falsch machen oder dass Sie, um solche Fehler zu vermeiden, gar nichts tun. Und dass Sie einsam mit Ihrem Drink in einer Ecke stehen, während um Sie herum das Leben der Party tobt. Die Schüchternheit wird also von Ihren Gedanken erzeugt, weil Sie auf sich selbst und auf mögliche Fehler konzentriert sind. Und jetzt stelle ich Ihnen 4 Schritte vor, wie Sie das sofort ändern und für Ihre Schüchternheit, für die Überwindung der Schüchternheit nutzen können. Schritt 1. Hören Sie auf, über sich selbst nachzudenken, ehe Sie in Kontakt mit anderen treten oder auch eine öffentliche Rede halten. Machen Sie es einmal umgekehrt. Denken Sie nicht über sich nach, sondern denken Sie über die anderen nach. Gehen Sie auf einen anderen Menschen zu wie ein Reporter, der nicht sich selbst, sondern seine Themen in den Mittelpunkt stellt. Machen Sie sich klar, was Sie tun müssen, um Ihren Gesprächspartner so richtig gut zu unterhalten. Dazu müssen Sie eben nicht selber reden, sondern dazu müssen Sie vor allem gut zuhören und die richtigen Fragen stellen. Menschen lieben es sehr, wenn sich jemand wirklich und aufrichtig für sie interessiert. Diese Haltung, die kann sie aus dem Klammergriff der Schüchternheit befreien. Denn jetzt können sie sich sagen, dieser Mensch, der wird sich sehr freuen, wenn ich ihn anspreche, denn er bekommt meine volle Aufmerksamkeit. Und er kann sich darauf verlassen, dass ich ihm ganz gespannt zuhöre. Merken Sie, wie sehr diese Denkweise Sie entspannt? Plötzlich stehe nicht mehr Sie im Mittelpunkt, sondern der andere. Ich selbst habe diese Technik bei meiner Arbeit als Journalist gelernt, denn früher habe ich es gehasst, auf fremde Menschen zuzugehen und Gespräche beginnen zu müssen. Doch als Journalist habe ich nicht mehr mich, sondern den Interviewpartner im Mittelpunkt gesehen und da ist mir das auf einmal ganz, ganz leicht gefallen. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich ausmalen, auch eine Art Journalist zu sein. Dann stehen Sie persönlich völlig im Hintergrund und die Bühne gehört dem anderen und seinen Themen. Und damit bin ich beim 2. Schritt meiner Strategie, wie Sie Ihre Schüchternheit zuverlässig überwinden können. Vielleicht fürchten Sie, dass ein Gespräch zum Erliegen kommt, dass ein peinliches Schweigen entsteht und Ihnen nichts mehr einfällt.
Aber das können Sie mit Leichtigkeit verhindern, indem Sie den besten Gesprächsbeschleuniger von allen verwenden. Und das ist ein einfacher Satz, der aber eine ganz enorme Wirkung auf Ihren Gesprächspartner haben wird. Verwenden Sie diesen Satz aber nur, wenn Sie ihn wirklich so meinen. Und das wird immer dann der Fall sein, wenn Sie jemandem mit ganzem Herzen zuhören. Sagen Sie: Das klingt sehr spannend, können Sie mir mehr davon erzählen? Ich selbst bin ein begeisterter Zuhörer und verwende diesen Satz sehr häufig. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass jemand, der mit seiner Erzählung schon am Ende schien, dann auf einmal weiterredet und oft noch wirklich spannende Dinge erzählt, die ich sonst nie erfahren hätte. Die Menschen sind es nämlich gewohnt, dass man ihnen nur kurz und nur ungeduldig zuhört. Darum erzählen sie oft nur das, was in der obersten Schublade des Bewusstseins liegt. Aber wenn sie einen Menschen zum Sprechen einladen, dann greift er oft in tiefere Schubladen und das ist natürlich interessanter. Sie können diesen Satz im Laufe des Gespräches variieren. Zum Beispiel können Sie sagen: Sehr interessant, darüber würde ich gern noch mehr erfahren. Oder: Jetzt möchte ich gern die ganze Geschichte hören, was ist noch passiert? Solche Sätze, die halten ein Gespräch wie von allein am Laufen. Und nun bin ich beim dritten Schritt, denn es ist wichtig, dass Sie nicht ausschließlich zuhören, sonst entsteht ein Verhörcharakter, sondern dass Sie sich auch einbringen und damit Persönlichkeit zeigen. Schüchterne Menschen begehen oft den Fehler, dass sie einsilbig antworten. Zum Beispiel fragt sie der andere: Woher kennst du unseren Gastgeber? Und sie antworten: Aus der Schule. Hier hilft ein einfacher Trick. Fügen Sie solchen Antworten grundsätzlich eine sprachliche Brücke ans Ende, die Sie zum Weiterreden animiert. Ich empfehle Ihnen dazu denn und dann sowie zum Beispiel. Wenn Sie das tun, werden Sie ganz automatisch weiterreden können. Ich mache es Ihnen am gerade gehörten Beispiel vor. Woher kennst du unseren Gastgeber? Das ist wieder die Frage. Aus der Schule. Denn wir haben zusammen Abitur gemacht und dann sind wir über all die Jahre in Kontakt geblieben. Denn wir haben denselben Musikgeschmack und besuchen viele Konzerte zusammen. Zum Beispiel waren wir neulich bei einem Konzert von Herbert Grönemeyer. Denn dessen Musik, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Probieren Sie diesen Trick unbedingt. Ich habe den schon mit Hunderten von Klienten einstudiert und er funktioniert ausgezeichnet. Und jetzt noch ein vierter Schritt, der es Ihnen erleichtern wird, Geschichten aus dem eigenen Leben zu erzählen. Wussten Sie, dass viele Schauspieler und Sänger schüchterne Menschen sind? Und haben Sie sich schon gefragt, wie es Ihnen dennoch gelingt, auf eine Bühne zu springen und ein großes Publikum zu unterhalten? Es gelingt diesen Menschen, weil sie eine Legitimation haben. Da ist eine Bühne und das Publikum, das ist gekommen, um sie zu sehen. Und diese Gewissheit, die verleiht eigentlich schüchternen Menschen den Mut, über ihren eigenen Schatten zu springen. Und eine solche Bühne, die können sie sich im Gespräch auch bauen, indem sie nicht einfach erzählen, sondern vorher herausfinden, was interessiert ihren Gesprächspartner wirklich. Denn wenn Sie liefern, was er spannend empfindet, dann macht Sie das zu einem guten Erzähler und dann müssen Sie sich keine Sorgen machen, den anderen womöglich zu langweilen. Also, fragen Sie Ihren Gesprächspartner zum Beispiel: Mir fallen gerade zwei Dinge ein, die ich erzählen könnte. Zum einen, warum ich meinen letzten Urlaub in Irland so genossen habe. Zum anderen, welche überraschend positive Wirkung Corona auf meine Firma hatte. Was davon interessiert dich mehr? Wenn Sie mehrere Themen anbieten, und die können Sie sich ja vorher zurechtlegen, und Ihr Gesprächspartner, der entscheidet sich für eines, dann wird es Ihnen viel leichter fallen, darüber zu reden. Dann fühlt es sich an wie ein Wunschkonzert, wobei Sie die Wünsche Ihres Zuhörers erfüllen. Diese Methode, die funktioniert übrigens auch prima im Vorstellungsgespräch bei der Selbstpräsentation, dass Sie mehrere Themen anreißen und den Zuhörern die Wahl überlassen, was sie hören wollen. Wer das tut, bekommt nicht nur eine Legitimation zum Erzählen, sondern er meidet auch die Gefahr, an seinen Zuhörern vorbeizureden. Und in dieser Kombination, indem Sie den Fokus auf den anderen legen, indem Sie ihn gezielt zum Weiterreden einladen, indem Sie ans Ende Ihrer Sätze eine Brücke mit denn und dann und zum Beispiel bauen und indem Sie zu guter Letzt noch Themen anbieten und sich das grüne Licht Ihres Gesprächspartners abholen, in dieser Kombination können Sie Ihre anerzogene Schüchternheit ganz locker überwinden. Probieren Sie es aus, es funktioniert wirklich. Und nun schauen Sie gerne noch mein Video an, was Sie tun können,
an, wenn Sie jemand beleidigt? Ich schlage Ihnen eine sehr effektive Antwort vor. Wir verlinken das Video in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Und jetzt noch eine indiskrete Frage. Verfehlen Sie öfter mal Ihre Ziele? Wollen Sie sich gesünder ernähren oder disziplinierter leben oder öfter Nein sagen, aber fallen am Ende doch in alte Muster zurück? Dann kann Ihnen ein kostbares Geschenk von mir sofort helfen, mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Dort erfahren Sie, wie Sie mit nur 3 bis 4 Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben dauerhaft verändern, wirklich dauerhaft Tag für Tag. Es klappt wirklich, ich selbst verwende diese geniale Methode seit Jahren. Klicken Sie hier und Sie werden verblüfft sein, das Seminar ist noch für kurze Zeit kostenlos. Abonnieren Sie gern mit Glocke, dann bekommen Sie immer Nachricht vor jedem neuen Video. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.